Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Ja, wir haben wieder Besuch. Das ist der feine Franz. Steht gerade in der Box nach der langen Anhängerfahrt, dass er was trinken kann. Ja, und ich nutze eigentlich jetzt mal die Gelegenheit, um mal so zu erfragen, warum Sie eigentlich hier sind mit dem. Ja, also Franz haben wir jetzt 2 Jahre und er hat sich eigentlich auch gut entwickelt, hat wirklich Fortschritte gemacht in seiner Arbeit, kam zu uns und war sehr fest an der Hand. Wir haben dann ganz viel Bodenarbeit erst mit ihm gemacht, um ihn erstmal kennenzulernen, haben dann wirklich geguckt, dass wir ihn ordentlich vorwärts reiten, dass er an der Hand einfach so ein bisschen nachgibt, dass er ein bisschen vorwärts, abwärts geht, dass er gar nicht so starr nach oben geritten wird, sondern einfach locker von hinten nach vorne schieben kann. Das hat auch gut funktioniert. Haben dann, weil er sehr schreckhaft war zu Anfang, relativ viel Gelassenheitstraining mit ihm gemacht, mit dem Petsy-Ball, mit irgendwie Dosen und einer Plane und Flatterband und was weiß ich, was es da alles so gibt. Ist auch wirklich besser geworden. Jetzt so seit 8 Wochen, ja ungefähr, fängt er wirklich an zu bocken, dass er anfängt, nach hinten auszuschlagen, zu steigen, wenn es ihm einfach zu viel wird, zu viel Druck am Sporn, er wird wieder fest im Rücken. Er ist total triebig geworden, dass man selber das Gefühl hat, man kommt mit dem Sporn gar nicht mehr so richtig durch und hängt irgendwie nur noch drin. Er will gar nicht so richtig vorwärts gehen. Das ist einfach schade, und weil wir eigentlich auf einem guten Weg waren, eigentlich schon ein anderes Ergebnis hatten. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das gerne im Keim direkt ersticken und uns Hilfe suchen. Und haben Sie sonst auch Unterricht oder jemanden, der Ihnen hilft, oder machen Sie alles ganz allein? Genau, wir reiten ihn zu zweit und machen auf jeden Fall 2-mal die Woche Reitunterricht bei uns in der Reithalle. Das hat auch bis jetzt immer gut geklappt. Und gab es denn vielleicht irgendeinen Grund, der, sage ich mal so, dafür spricht, warum so eine Wandlung ist? Anderes Futter, anderes Pferd in der Nähe, andere Haltung, anderer Sattel, Wir wissen es jetzt nicht. Wir hatten dann den Zahnarzt nochmal kommen lassen, weil wir gedacht haben, vielleicht irgendwie mit dem Gebiss, weil er nicht mehr so abgekaut hat wie sonst. Hat er immer gut geschäumt auch beim Reiten und wirklich auch das Gebiss genutzt und gekaut. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Dann haben wir gesagt, wir lassen die Zähne nochmal überprüfen, lassen die Osteopathin nochmal kommen. Vielleicht ist wirklich irgendwie was im Rücken verklemmt oder wie auch immer, bevor wir jetzt da wirklich drüber wegreiten wollen. Und das ist irgendwie was, es tut ihm was weh, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wenn Sie ihn jetzt gleich vorreiten, ist das denn dann gefährlich? Steigt er wirklich kerzengerade in die Luft oder bockt er wirklich wild los und will sie da runter? Also man kann natürlich dann drüber wegreiten. Aber ist halt die Frage, ob das der richtige Weg ist. Wir holen ihn erstmal raus. Ich gucke erstmal, sage ich mal, so ein paar Eckdaten durch. Die Druckstellen hier, wissen Sie, ob die von der Decke kommen, die zurückgerutscht ist, oder ob das mal vom Sattel kommt? Hatten wir eine, die war nicht passend. Ja, ich nehme dafür immer diese High-Neck-Decken. Die sind denn, die haben das Problem immer gar nicht. So ist es. So ist es schön. Gibt es eine Hand, wo er diese Widerwilligkeit mehr zeigt? Er hat das ganz extrem, dass er immer gegen den linken Schenkel geht. Also dass er über den linken Schenkel ausbricht und man wirklich also das Bein überhaupt nicht akzeptiert an der Seite. Okay. Fein, gut so. Und wie wird er gehalten? Ist er auf der Weide? Ist er in der Box? Er ist in der Box, die kommen aber den ganzen Tag auf die Wiese. Ja, ich weiß, das findest du, glaube ich, doof. Das ist klasse. Ja, ne, guck. Was mir so grob auffällt, ist, dass er halt viel Farbverlust hat. Das heißt, er ist ja, ich würde mal so sagen, von Natur aus wäre er, glaube ich, brauner bis dunkelbrauner, könnte ich mir so vorstellen. Mhm. Oder wie steht es im Papier? Ja. Sind überall so eigentlich diese hell gestichelten Haare zwischen und in der Sattelfläche halt ja viel, viel mehr. Also hier ist er nicht mehr dunkel. Da würde ich wahrscheinlich erstmal vermuten, dass er einen Kupfer-Zinkenmangel hat. Dann verliert das Fell oft so Farbe. Das ist meist in Pulverform, und dann wird er, wenn man das wirklich über 2, 3, 4 Monate macht,
wird er überall so dunkel werden. Also dieses Helle ist oft ein Mangel, eine Mangelerscheinung. Okay. So, und wenn dann natürlich auch noch Mangan oder sowas fehlt, dann ist das ist es halt auch für die Muskulatur, für die Lockerung und sowas, dann wird ihm das, glaube ich, ganz gut tun. Ja. Bekommt er Hafer? Naja, in dem Kraftfutter ist ein kleiner Anteil Hafer mit drin. Das heißt, Kraftfutter heißt, er kriegt diese Pellets oder Proppen oder wie man das nennt. Ne? Würde es eine Möglichkeit geben, ihn umzustellen, wenn das so wäre? Also jetzt vom Futter her, dass er diese Pellets nicht mehr bekommt. Das Problem einfach, was ich ganz häufig sehe, ist, dass halt einfach diese Pellets im Bauch, die quillen ja auf, wie so ein Toastbrot, was man in Wasser legt, will ich mal so sagen. Und dann werden die ganz schwer verdaulich und klumpen da drin. So, und das ist halt eine Aussage, er wirkt ja jetzt nicht dünn, aber im Verhältnis zu hier, haben Sie ja selber schon beschrieben, ist er hier rund. Aber hier geht irgendwie nichts dran. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Proppen oder die Pellets weglassen, dann wird er plötzlich ganz dünn werden. Und ich persönlich, haben Sie vielleicht in Videos gesehen, fütter wirklich Hafer. Da sind ganz viele so ein bisschen skeptisch, weil sie sagen, oh Gott, die wären dann ganz wild. Konnte ich jetzt in 25 Jahren noch nicht feststellen. Eher gedacht, dass das in den Kopf geht und das möchte ich nämlich auf keinen Fall, weil das ist so. Jetzt kriegt er ja keinen Hafer und er macht ja auch nicht das, was er soll in dem Sinne. Ja. Und es ist einfach so, dass so ein Blinddarm hat ein Fassungsvermögen von über 120 Liter. Okay. Bis der denn mal so weit ist, dass eine Gaskulie kommt, hat er sich schon im ganzen Bauchraum ausgedehnt. Okay. Und dann ist natürlich jede Bewegung schwer, weil ja alles gedrückt wird. Muss nicht sein, würde ich aber vermuten. Also Hafer ist ganz, ganz wichtig, von meinen Erfahrungen her für die Pferde. So normale Größe, Stockmaß 1,65, braucht 3 Kilo Hafer am Tag, um überhaupt die ganzen Organe am Laufen zu halten, ordentlich am Laufen zu halten. So, und der wurde auch schon angeguckt? Ja. Okay. Der wurde auch schon einmal angepasst, der Sattel. Okay. Der ist letztes Jahr, ist ja hinten bisschen nachgefüttert worden, weil der hat aus dem Mittelpunkt ein bisschen rausgekippt ist. Schon selber bei so einem Video mal geguckt und gefühlt? Ja, tatsächlich. Ist das so ungefähr die Stelle, wo Sie sonst auch satteln? Ja. Ja? Ja. In der waagerechten liegt da. Was ich jetzt mache, ich palpiere wirklich die letzte Rippe, das ist die 18. palpiere ich nach oben. Da zieht er sich schon zusammen, weil man sollte immer darauf achten, dass wenn man einen Sattel hat, dass man auf jeden Fall so ungefähr 2 Zentimeter davor mit seinem Schwerpunkt sitzt. Mhm. Besser ist ganz weit vorne. Es gibt Sättel, die einen wirklich hier vorne hinsetzen und dann gibt es halt welche, die gehen weiter nach hinten. So, das heißt also, es ist ganz, 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 ganz knapp. Also schöner wäre weiter vorne. Was ich aber halt bei dem Sattel gerade habe, das zeige ich aber auch gleich einmal. So, A ist er hier ja schon sehr empfindlich. Da, man sieht gleich, der geht gleich nach unten. Das ist natürlich das, was Wirbelengstände macht, Kissingsbein macht oder sonstiges. Und was schon dazu führen kann, ist, dass er halt mal blockiert, zum Beispiel, wenn er hier einfach Stress kriegt. Ich würde sagen, dass die rechte Seite strammer liegt. Ist der Hauptbelastungspunkt von dem Sattel. Wir gucken, ab wo geht es ganz schwer. Jetzt fängt die Hand schon an zu zittern. Ja. Mal ruhig bis hinten hin weiterziehen. Wird es nach hinten hin wieder... Jetzt ziehen Sie den Sattel sogar schon mit, ne? Ja, hier wird es schlimmer. Und wo sitzen Sie? Ja, genau da. Genau da, ne? Einmal die andere Seite fühlen. Hier ist es nicht so schlimm, finde ich. Ist nicht so schlimm, ne? Das ist auf der rechten Seite extrem. Ja. So, und das ist ja, wenn er sich jetzt gegen den linken Schenkel wehrt und dagegen drückt, mag er sich eigentlich nicht rechts biegen. Ja. Geht auch nicht, weil da ist schon massiv, da fängt die Hand wirklich an zu zittern, um das da durchzukriegen. Der liegt in der Waagerechten, keine Frage, aber der hat halt seinen Hauptbelastungspunkt. Zu weit hinten. Da hinten, und jetzt sieht man das auch schon, wenn ich da durchgehe, wenn ich hier jetzt mich draufsetze, dass er sofort runter geht. Und er soll ja eigentlich hochkommen. Mhm. Und der drückt aber dagegen. Mhm. Und mal einmal gucken,
ob die beiden Kissen auf beiden Seiten gleichmäßig von der Wirbelsäule weg sind oder ob einer auch dichter dran liegt. Ich würde jetzt sagen, dass links eigentlich dichter dran liegt als rechts. Mhm. Wenn er sich jetzt biegen soll in der Volte oder auch beim Angaloppieren, müssen Sie das ja tun, mhm, weil halt die Hüfte sehr groß ist, das Becken, und es kommt nach vorne und braucht Platz. Das heißt, kommt dieses Becken hier beim Linksgalopp nach vorne, weil das innere Hinterbein mehr unterfußt, muss die Wirbelsäule sich eigentlich, muss die nach da ausweichen. Mhm. Sie muss theoretisch gesehen diese Bewegung machen. Mhm. Hier hinten ist der Hauptbelastungspunkt, mhm, und dann drückt es darunter. Andersrum halt genau das Gleiche. Jetzt ist die Frage, wenn Sie gleich reiten, wollen wir mal versuchen, einen anderen Sattel draufzulegen, um einen direkten Vergleich vielleicht zu haben? Oder wollen Sie auf diesen Sattel vorreiten? Eigentlich macht es ja Sinn, mit einem anderen Sattel zu reiten, um zu gucken, um was, zu gucken, was passiert. Dass der eine Seite mehr abgeht. Ne? I'll wait to see your golden smile. Das Schöne ist, man kann schön unterm Baum reiten. Ja. Das Schatten, das ist nicht das so warm. Das ist eigentlich total gut, ne? Nutzen wir ganz oft, auch bei Regen. Ich finde ja euer Gelände auch hier so wahnsinnig toll, ne? Das ist ja einfach schön, dass man hier so direkt rausreiten kann, ja, und dann auch ins Wasser rein und so. Das stimmt. Wir können alles üben, sagen wir mal so. Ja genau, das ist ja schon viel wert. Also die meisten Pferde, die sind dann eher ein bisschen bei dem Holzpferd, dass die, ja, okay, ne, deswegen steht das da auch in der Ecke, also da gucken einige, ja, das Holzpferd. Können ruhig einmal rumgehen, dann lege ich da mal ein Leckerli drauf. Alles gut. Ja, guck mal. Komm mal her, komm. Komm her, komm. Komm her, dann haben wir gleich nicht so ein Theater, hm? Klasse, guck mal. Ja, nimm das mal. Siehst du wohl. Klasse. Perfekt vorgemacht, ey. Das kann ja total gut eigentlich stehen bleiben. Fein. Guck mal hier. Komm her. Guck mal. Ja. Nee, bleib mal stehen, komm. Ne? Ruhig die Zügel lang lassen. Ruhig lang lassen. Ganz in Ruhe. Ja. Genau. Also eigentlich kennt ihr das, stehen zu bleiben, bis man sitzt selber. Mhm. Aber das ist dann wahrscheinlich das, was er sonst macht, wenn sie mehr Druck ausüben oder wenn er was machen soll. Ja. So. Weil das stand, glaube ich, in der Beschreibung. Ne, dass die Anfänge davon, ja. Genau, dass er anfängt, vorne hochzugehen, ist auch übertrieben, so anfangen zu hüpfen. Ja. Ja, gut. Sie können ja gleich einfach mal zu mir kommen. Gucken wir mal, ob wir das noch mal hinkriegen mit den Bügeln. Fein. Prima. Guck mal hier. Ich kann ihn ja mal ablenken. Lecker. Guck mal. Willst du lieber den hier haben? Oder den hier? Möchtest du den haben? Guck, mit ein bisschen Ablenkung geht das, ne? So, den hier. Ja, ich mache meistens erstmal Schritt am langen Zügel, mache dann irgendwie viele Handwechsel und mal eine Volte, mal so Schlangenlinien durch die Bahn und also wirklich dann viel über den Sitz und erstmal wirklich mit einer Hand am langen Zügel. Dann vielleicht schon mal so ein bisschen Schulter rein, Schenkel weichen, dass er einfach so ein bisschen locker wird. Dann trabe ich meistens an, auch erstmal am langen Zügel so vorwärts, abwärts. Wie ist das denn im Schritt bei der Zügelaufnahme? Blockiert er da auch schon oder was sind so die typischen Sachen, wo er dann sagt, mache ich nicht? Jetzt die letzte Zeit, die letzten Wochen war es halt wirklich, wenn man das erste Mal angetrabt ist, dass er schon gar nicht antraben wollte. Ja, dass er nicht so richtig auf den Schenkel reagiert hat, wie wir das eigentlich so gewohnt waren. Okay. Und beim Schenkelweichen und Schulter herein reagiert er aber drauf? War schon mal besser, okay, ist jetzt auch schlechter geworden. Und muss ich überlegen, linke Hand ist auch schlechter als rechte. Was ist denn so etwas, wo Sie sagen würden, Mensch, da würde ich ganz gerne jetzt einmal beigehen, da würde ich erst mal wissen wollen, wie mache ich das? Also jetzt läuft er ja relativ fleißig vorwärts, das hat sich aber wirklich, also er ist wirklich
stumpf am Sporn, ne? Und stumpf am Schenkel. Okay. Ich würde gerne einfach, dass man, also ich habe das selber schnell, gerade jetzt auch die letzten Wochen, dass ich meine Hacken dann hochziehe und mein Knie zu viel dran mache und ihn dann quasi mehr mit dem Sporn treiben will, weil ich das Gefühl habe, dass er selber gar nicht richtig vorwärts geht. Okay. Ich aber das Gefühl habe, wenn er vernünftig vorwärts geht, dann fängt er nicht so schnell an zu bocken. Also er muss schon so von hinten untertreten, dass er halt einfach gearbeitet wird und einfach nicht so Larifari daherlaufen kann. Und wie kommen Sie da drauf, dass Sie das Knie zu viel dran haben? Durch die Osteopathin, die mir das halt gesagt hat. Und sie sagte halt, also der hat ja hier diese Quaddeln da. Ja. Und da sagte sie halt, dass das hauptsächlich davon kommen kann, weil ich halt dann immer anfange zu klemmen. Ich habe mein Knie immer dran. Ja. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man sein Knie hochzieht. Ja, genau, das glaube ich. Und dran macht. Meine ich eher. So, was Sie sich jetzt zumal im Schritt beim Warmreiten versuchen können, ist, stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen so auf dem Pferd. Ja. Machen. Was ist dann am Sattel? Das Knie ist auf jeden Fall noch mehr dran. Diese Position möchte ich, dass Sie die jetzt immer halten. Ja. Gefühlt so. Immer Hacken weg vom Pferd. Ja. Ein Pferd ist wie eine hochmoderne Lokomotive. Die fährt nicht auf den Schienen, sondern die fährt zwischen den Schienen. Okay. So, und man muss sich so ein bisschen vorstellen, dass die Knie und die Oberschenkel ein Schienensystem sind. Ja. Der Unterschenkel muss flexibel sein. Wenn man den dran drückt, die ganze Zeit, dann ist man ja nicht mehr flexibel in der Hilfengebung. Ja. Ja, dann müsste man immer den Unterschenkel abnehmen, verwahrend nehmen, abnehmen, seitwärts treibend nehmen. So, und diesen Kontakt, den halte ich immer. Und je nachdem, wie das Pferd gerade drauf ist, ob es viel Bewegung hat, ob es viel Wurf hat, ob es vielleicht gerade mal ein bisschen stur ist und meine Hilfe nicht versteht, mein Kontakt, muss ich den Kontakt halt mal situationsbezogen stärker machen. Mhm. Sondern sich auch noch vorstellen, dass Sie hinten an Ihrem Hacken Bindfäden haben und ich laufe hinter Ihnen her und lasse mich hinterherziehen. Was macht dann Ihr Unterschenkel, wenn ich mich da dran... Aha, das ist vorwärts treibend am Gurt. Ungewohnt? Ja, total. So, ich sage immer, fühlen Sie jetzt am unteren Stiefel oder an dem Part, der ans Pferd kommt, spüren Sie da seinen Bauch? Ja. Den müssen Sie auch immer spüren. Wenn Sie jetzt das Bein wieder dahin tun, wo es eben war, spüren Sie dann Bauch? So besser. So ist besser. So, und so spürt er Sie auch. Ja. So, und ich halte meinen Unterschenkel immer da hinten hin. Ich halte den dahin. So, und beim Traben halte ich den auch dahin, weil dann möchte der gerne nach vorne rutschen. Oder ich ziehe den Hacken hoch, weil ich meine, ich komme nicht dran oder das Pferd geht nicht vorwärts. Und Sie führen ihn quasi zwischen Ihrer Oberschenkel und zwischen Ihrer Kniespannung. Und die ist jetzt tipptopp am Pferd. Und ich glaube einfach, wenn man nicht 10 oder 12 Pferde am Tag reitet, wie es so breiter machen, ich glaube, dann kann man gar nicht so viel Druck aufbringen, dass man wirklich klemmen kann. Ich würde von mir niemals behaupten, dass ich mein Pferd klemmen kann. Ja. Weil, also eher gehe ich, glaube ich, nach einer Runde tot. Wahrscheinlich, ja. Bevor Sie antraben, nochmal eben oben Schaltplatte anschmeißen, sind meine Zehenspitzen noch so, ist mein Knie dran und mal versuchen, ohne etwas zu verändern am Bein, anzutraben. Ja, nee, ohne Sporn. Hacken weg vom Pferd. Genau. So, macht nichts. So, einmal hoch. Rein. Und wieder durchparieren. Dass Sie sich eine Stärke überlegen, die Sie machen wollen, den Druck am Knie oder am Oberschenkel oder am Kreuz, den er machen soll. Ja. Sie machen nichts mit dem Bein da unten, mit dem Sporn. Und wenn er auf dieses Antraben nicht horcht, auf Ihre Spannung, die Sie gerne in Zukunft aufbringen möchten, dann knuffen Sie ihn einmal. Komm. Nochmal. So, loben. Ah. Prima. Parieren Sie wieder durch.
So, der Knuff, der war eben nicht doll genug, hat man gemerkt, sie mussten nochmal knuffen. Ja. Also wieder diese Spannung aufbringen, die sie haben wollen in Zukunft, worauf er reagieren soll. Und dann einmal so knuffen, dass er das nie wieder haben will. Fein. Fein. Klasse. Super. I'll wait to see your golden smile. So, und wenn Sie jetzt mal reinfühlen, Sie haben ganz, ganz schön gestreckten, ruhigen Sitz. Und wenn Sie jetzt reinfühlen in Ihre Zehenspitzen und in Ihre Füße, dann gucken Sie mal, ob die noch in dieser Position sind. Genau, aber eigentlich ist das Arbeitstempo gut so. So, und wieder schön Haken weg vom Pferd. Haken weg vom Pferd. Welche Muskeln spüren Sie? Was brauchen Sie? Ja, die inneren Oberschenkel. Ne? Ja. So, klasse, sehr schön so. Und so mache ich das auch beim Weitertraben. Ich treibe gar nicht. Mein Pferd soll alleine dieses Tempo laufen. Alter. Und ich möchte nur treiben, wenn ich was verändern Alter. Möchte. Wenn ich Verstärkung oder Versammlung machen möchte. Das Arbeitstempo sollen meine Pferde allein halten. Ja, loben. Klasse. Loben, loben, loben. Sofort loben. Welches Bein fällt Ihnen schwieriger, in der richtigen Position zu halten? Links oder rechts? Links. Links ist jetzt... jetzt korrigieren Sie. So, und wenn er jetzt außen das Bein ignoriert, mache ich das da genauso. Ich nehme es ganz leicht verwahrend, treibe leicht vermehrt, reagiert er nicht, gibt es außen ein Donnerwetter, so lange, bis er nach innen driftet. Ist das rechte Bein an seinem Bauch? Jetzt wieder. Ja, jetzt wieder, genau, klasse, super. Und wenn Sie gleich durchparieren, versuchen Sie mal darauf zu achten, Ihr Bein auch hinten zu lassen am Bauch, dass er auch wirklich mit der Hinterhand mit unterfußt. Und machen hier immer eine Acht, dass Sie quasi eine voltenähnliche Form um den Baum haben. Ja. Und eine voltenähnliche Form um mich, also wie eine Acht. Stellung, Biegung, wegrennen, ruhig die Acht weiterreiten, ne? Die ganze Zeit eine Acht. Hier eine Acht, genau, hier eine Acht. Gut, 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 gut. Ja, genau, da ist dann ja, wirklich... Ja, ja. So, ruhig nochmal machen. Ja. Und jetzt möchte ich, dass Sie mal die ganze Zeit den äußeren Zügel, immer den äußeren Zügel, ja, durchhängen lassen. Okay. Immer. So, ganz locker außen, ganz locker, ganz locker. Hängt der schon durch? So ist fein. Guck mal. So ist schön. So, und jetzt versuchen Sie ihn mal über den Sitz ruhiger zu kriegen. Dass Sie langsamer aufstehen zum Beispiel. Und wenn Sie sich reinsetzen, mal kurz entspannen und mal kurz sagen, ach, wie ist es schön auf dir. So kannst ganz langsam gehen, weil das ist ja ganz schnell für so einen kleinen Kreis. Außen lassen Sie durchhängen und innen sagen Sie ihnen immer, komm so ein ganz bisschen hierher, ganz vorsichtig. Wichtig ist, der innere Zügel wird aufgenommen, den äußeren, den schmeißen Sie einfach mal weg. So, und innen nehmen Sie sich. Fein. Lenken Sie ihn rum, rumlenken. Genau. So, außen locker. Außen ganz locker. Außen ganz locker. So, und jetzt einmal den Zügel, der ansteht, also jetzt der innere quasi, dass Sie den wirklich mal in die Hand nehmen und die Faust nach vorne stellen und ihn mal ganz, ganz leicht den Maulwinkel massieren. Ganz ruhig. Dass Sie den ganze Zeit den Ellbogen leicht Winkel auch halten, dass der nicht wieder lang wird, sondern dass der Winkel da bleibt. Faust schließt sich mal ganz langsam und ganz langsam öffnet die sich auch wieder. So, und ich möchte, dass er hierher kommt. Und jetzt verkleinern Sie mal den Zirkel ein bisschen, die Volte. Aber nicht ruckartig. Holen Sie die Hand wieder hoch. Umso höher die Hand, umso tiefer geht sein Kopf. So, vorsichtig, Zügel wieder nachfassen. Zügel, ja, und ganz vorsichtig davor. Ah. Super.
Und dann machen sie gleich einen Handwechsel wieder und genau das gleiche auf der anderen Hand. Weiter. Außen locker und vorsichtig innen einschleichen. Ganz vorsichtig. Ja, sehr schön. Hallo. Guck mal. Prima, ruhig mal streicheln. So, man kann seine Hand da oben stehen lassen und nur mal mit den Fingern kraulen. Super. Guck mal, fein. So, wie sieht das jetzt aus von der Stellung und Biegung? Ist es besser? Ja. Wenn außen durchhängt? Ja. Sieht zumindest viel, viel einfacher aus. Blockiert er? Nein, nicht mehr so extrem, nur dass er halt nach links wegdriftet, ne? So, Fäuste sind da, außen ist locker und jetzt mal hier wirklich den kleinen Kreis um mich rum behalten und ihn mal außen am Schenkel treiben. So lange, bis er hier reingeht. So lange Buchsen außen bis, aha, loben. Sofort Feedback und wieder außen, 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 außen. So, und jetzt boxe ich ihn auch noch in die äußere Taille mit meiner Faust volles Mett rein. Und damit die Schläge nicht durchkommen, spannen Sie mal die äußere Taille richtig an. Spannen Sie die an, die äußere. So, Fäuste wieder hinstellen. Da, wo er ausbricht, da muss die äußere Taille zum Spiel kommen. Das macht er ganz fein. Was ich glaube, der hat eigentlich unheimlich schwungvolle Gänge. Ja, das stimmt. Unheimlich viel Aktivität in der Hinterhand. Ja. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie lange er das schon macht, mit der Zunge nach rechts raushängen lassen. Schon und immer. Sowas. Ich kann mir jetzt einfach nur vorstellen, dass er sehr viel Schwung hat, was man sieht, und er den nicht rausholen kann, ja, weil nicht genug Information kommt, also nicht genug Sicherheit vorne. Es ist mal lang, mal kurz, mal lang, mal kurz. Er ist jung, mit 7 eigentlich. Und dann werden die unsicher. Und es tut ja auch eigentlich ein Stück weit weh, wenn man immer hinfällt und wieder raus. Ich sehe jetzt zum Beispiel, dass das Gebiss auch auf der einen Seite immer sehr weit rauskommt, auf der rechten. Ja. Haben Sie vielleicht bei Google gesehen, da hatte ich dann mal eine Zeit lang diese Schenkeltrense. Ja. Wird immer nicht gerne gesehen, ist aber wirklich ein Hilfsmittel, okay, dass man das Gebiss nicht durchzieht und dass die Pferde da eine Begrenzung haben und das hilft ein bisschen, bis das da ist. Das ist halt einfach so eine unstetige Verbindung. Dann müssen Sie einmal ganz doll was machen, weil er sonst gegen den Wall läuft. Würden Sie es konzentrierter, glaube ich, vorher alles einleiten, wäre es vielleicht nicht. Und für mich ist aber wichtig, dass Sie sich einmal vorstellen, Sie fahren Fahrrad. Mhm. Die Zügel sind der Fahrradlenker. Ja. Wenn Sie jetzt eine Rechtskurve machen, da muss auch der äußere Lenker nach vorne gehen, als wenn das wieder durchhängen soll. Ja. Gehen Sie andersrum, geht die andere Hand nach vorne. Sie werden gleich merken, warum. I'll wait to see your golden smile. Wahrscheinlich hören Sie immer ganz oft, außen muss dranbleiben, außen muss dranbleiben, außen muss dranbleiben. Ja. Das kommt auch noch, aber anders. Und ich sehe jetzt gerade, dass wenn Sie außen ganz locker lassen, dass er sich butterweich stellen lässt. Mal ganz viel Augenmerk auf diesen Sitz legen und wirklich nur auf die Hände konzentrieren, dass die nebeneinander bleiben. Die Zügel werden nicht länger, die bleiben da vorne. Da vorne wird dirigiert. Da vorne sind die Joysticks. Außen buffen, wenn er da langkommt. Außen buffen. Super, loben, klasse, ruhig kraulen. Äußerer Zügel ist ganz weich. Ganz weich aus. Und es ist einfacher, schon vorher zu reagieren. Das heißt, er driftet jetzt schon weg, also nehme ich jetzt schon mein äußeres Bein. Aha, gemerkt, sobald außen locker wird, kaut er ab. So. Wenn die Stellung schwierig ist, ist die äußere Hand zu fest. Stellt er sich, genau, und er soll sich sofort stellen. So, Zügel sind zu lang. So, und jetzt versuchen Sie ihn zwischen Ihren Beinen zu führen.
gar nicht so viel an der Hand, sondern ihn mit den Beinen vorwärts dahin zu treiben, wo sie hinwollen. So, und merken Sie, jetzt müssen Sie wieder nachfassen, ne? Beide Zügel wirklich in der Hand nehmen und nach vorne stellen. Richtig, und da vorne bleiben die. Super, das braucht er nicht. Und dann reiten Sie ruhig eine Pferdelänge geradeaus, wo Sie ihm die Chance geben, dass er sich auch umstellen kann. Sehr gut gemacht. Jetzt haben Sie was. Ja. So, nicht die Zügel durchrutschen lassen. Heißt, Sie müssen auch umsitzen. So, und jetzt konzentrieren Sie sich aufs Umsitzen auf die andere Hand, dass Sie ihn erst umstellen und dann erst in die neue Richtung gehen. Ah, viel besser. So, vorwärts treiben beim Umstellen. Klasse. So, und jetzt fühlen Sie einmal rein, was Sie auf dieser Hand machen, was Sie auf der anderen Hand nicht machen. Achten Sie schön auf Ihr rechtes Bein, dass das nicht immer hoch geht, sondern dass Sie das schön halten. Da bleiben außen. Jawohl. So, und wenn er da ist, dann machen Sie wieder einen Wechsel. So, und so soll er sofort gehen, wenn Sie ihn umstellen. Prima, tragen Sie Ihre Fäuste vorne. Sehr schön. Versuchen Sie, diese Gerade ein bisschen gezielter zu reiten. Stellen Sie ihn sich um, gedacht in Schulter herein und dann wenden Sie ab. Genau, klasse. So, und gleich nochmal, wenn Sie auf die Gerade kommen, behalten Sie ihn bei sich, stellen Sie ihn ganz leicht in Schulter herein nach links. Ganz leicht, denken Sie an Schulter herein. Und dann erst abwenden. So. Merken Sie jetzt, was ich meine mit den Zügeln? Das ist sehr, sehr schwierig dann für ein junges Pferd, sich da konstant die Spannung zu holen und die Hilfe zu holen, um wirklich konstant zu laufen. Da müssen Sie ihnen jetzt ein bisschen bei helfen, dass sie wirklich das Zügelmaß beibehalten und nicht immer nachfassen müssen, sondern dass sie einmal sagen, so, ich mache jetzt meine Faust zu und da rutscht nichts mehr durch. Zweimal halte ich die Zügel da fest, aber trotzdem gebe ich außen ein bisschen nach. Ja, konzentrieren Sie sich. Nichts durchrutschen lassen. Nichts durchrutschen lassen. Innen ist durchgerutscht. Und ja, super. Nichts durchrutschen lassen. Leicht umsitzen. So, also ich glaube nicht, dass er sowas macht, weil er irgendwelche körperlichen Defizite hat. Wird da irgendwas sein? Weil Pferde machen die Zunge häufig raus, um irgendwas abzupolstern. Okay. Was zum Beispiel scharf ist. Ja. Ne? Da muss man einfach mal gucken. So, und ich glaube einfach, dass er nicht genug Sicherheit durch das Händeln vorne bekommt. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ihr rechtes Bein, ja, deutlich unruhiger liegt. Das linke Bein liegt ganz gestreckt und ganz ruhig. Und das rechte Bein, das fliegt immer in die Außendrehung quasi, sodass das Knie oben über die Pausche wegrutscht. Ja. So, und da kann ich mir vorstellen, dass dann die Spannung in ihrem Sitz verloren geht und er deswegen auch nach außen driftet. So, und deswegen fällt ihn auch Der Handwechsel nach links ganz schwer, ja, weil sie ihn dann rechts nicht begrenzen können und links geht er nicht raus. So, und ich glaube, dass man das ganz viel mit Sitz einfach auch machen kann. Sie sind ja zum Glück auch zu zweit. Wie ist das denn im Unterricht? Wird da viel auf Sitz geguckt oder machen Sie da eher Lektionen? Also Lektion ist es eigentlich gar nicht so. Es ist nicht der klassische Dressurunterricht, wo man alle hintereinander reitet und dann diese Lektionen aus dem Buch durchreitet. Ja. Sondern es wird schon individuell auf jedes Pferd und auf jeden Reiter geguckt. Aber so, dass mir jetzt jemand gesagt hat, mach den Unterschenkel weiter zurück und mach die Zehen weiter nach innen. Das ist halt nicht so permanent. Ne? Ich muss mich selber immer wieder daran erinnern. Ja. Das ist natürlich ganz schwierig, weil Sie haben sich jetzt was angewöhnt, auch mit dem Schworen. Ja. Das ist total doof, weil man wirklich... Die Pferde verleiten halt auch dazu, dass man dann auch den Hacken hochzieht. Das kenne ich selber auch, wenn ich auf triebigen Pferden sitze. Deswegen ist das Erste, was ich mache, erstmal Motor anschalten und Schenkel sensibilisieren. Ja. Das Problem ist halt, man denkt da selber nicht immer so dran. Das wissen die auch. Ja, genau. Ne? Zum Beispiel dürfte jetzt, es ist jetzt nur ein Beispiel, mein Pferd dürfte jetzt zum Beispiel
nicht so einen Schritt gehen. Ja. Weil macht man es einmal nicht, so wie jetzt, ja, ist schon alles wieder vorbei. Ja. So, und das ist aber das Rittigkeitsproblem, was sie mir schildern. Mhm. Er lässt sich nicht treiben. Wenn ich mehr treibe, sagt er, mache ich nicht. So, er driftet nach außen. Es kommt leicht das Bein oder vielleicht auch der Sporn. Und er sagt, mache ich nicht. Ich gehe da trotzdem weiter. Also ja, es ist meine Aufgabe zu sagen, hier gehst du nicht weiter. So, und dann wird das ganz schnell besser. Okay. Versucht man aber, kommt man wieder da rein und fängt wieder an zu prokeln, sind die auch ganz schnell wieder weg. Mhm. Das ist eine Erziehungssache, ja, letztendlich. Genau das ist nämlich auch das, was mein Problem ist. Ich mache das nämlich genauso. Okay, also deswegen frage ich, ob da drauf jemand achtet, weil das ist eigentlich, wenn man das immer gesagt kriegen würde, ich kann nur empfehlen, wenn er gut an der Longe läuft. Das ist kein Anfängertraining, an der Longe ohne Zügel Sitzschulung zu machen. Das ist richtig, richtig schwer. Mhm. Richtig schwer. Also ich bin selber auf M&S-Niveau, aber Longe, Schritt, Trab, Galopp ohne Zügel, das ist eine echte Herausforderung. Mhm. Wenn sie zu zweit sind und es ist keiner da und sie genieren sich nicht oder sowas. Das ist doch völlig egal. Machen also sie das. Nehmen sie sich gegenseitig an die Longe, ja, okay, machen sie Zehenspitzen, Hacken weg, Zehenspitzen, weil dann ist man nicht damit konzentriert zu lenken, ihn im Gang zu halten und alles Menschenmögliche, weil das kann der von unten machen. Mhm. Und dann hat man eine Chance, wirklich das abzubauen, weil das ist ganz schwierig, wenn er sich denn da raustüftelt, dann aus seinem Fehlbild vom Sitz sich irgendwie zu korrigieren. Ja. Mhm. Na? Okay. Na, und ich würde jetzt halt einfach hier sagen, rechtes Bein, ich würde immer sagen, drück deinen Oberschenkel nach hinten und halt ihn da. Dann hat man die Position, die man haben will, weil das rechte Bein macht das. So, und dann sitzen sie schief, mhm, schieben das Pferd raus und das macht er auch. Er ist ganz gelehrig. Ja. Er macht eigentlich das, was er tun soll, wenn dieser Sitz kommt. Okay. Ne, es wäre denn, wenn er sich so rausbüchst, müssten sie dann automatisch das Ganze vielleicht mal andersrum machen. Dann würde er auch wieder in die Mitte kommen. Ja. Also er reagiert eigentlich gut. So, und durch diese Unsicherheit, wenn das denn so fest ist, aber trotzdem getrieben wird, sagt er, was soll ich denn jetzt? Mach ich nicht mehr. Mhm. Weil das war eben richtig hardcore für ihn mit dieser starken Stellung. Ja. Und er hat nichts gemacht. Ja. Nicht stehen geblieben. Hat sich aber heute von seiner besten Seite gezeigt. Also es war immer wirklich lieb. Ne? Ich habe mir eigentlich gehofft, dass er ein bisschen frech ist. Ja gut, aber man hat es ja am Anfang gesehen. Nein, ist ja alles gut. Und, I'll wait to see your golden smile. Eine kleine Blockade, ja, hinten im Lendenwirbelbereich. Mhm. Und ein kleiner Widerrist, aber da hat sie gesagt, es kann auch sein, dass sie sich auf der Wiese irgendwie in den Widerrist gebissen haben, geknabbert haben, wie auch immer. Ja. Also die in der Lendenwirbelsäule kann von dem Sattel kommen, wenn die im vorderen Bereich der Lendenwirbelsäule war. Ich hauen, bitte. Nee, das kennt er eigentlich, ja, das machen wir auch regelmäßig nach dem Reiten. Ah ja, das machen sie schon immer. Ja. Entweder halt hinten über die Gruppe oder unterm, ja, super, Bau. Fein. Aber dann ist das auch kein Wunder, dass er so noch so gut läuft, trotz dem Ganzen. Weil wenn sie das immer machen, dann halten sie das heißt immer, immer, ne? Aber regelmäßig. Häufig, ja. Perfekt. So, weil so kann man wirklich so Kleinigkeiten, ja, schon selber wieder regeln. Ja, genau. Ne? Und das ist ganz wichtig. So, was ich aber gucken wollte, war vorne ins Maul. Das Schöne ist, wenn die denn schon ein bisschen gelaufen sind, dann sind die sowieso entspannt. Deswegen hänge ich das immer ganz gerne eigentlich vorne dran, das Training. So, hier sind auch gar keine Schwellungen. Ne, wir haben das ganz häufig, dass es hier wirklich verspannt ist und fest ist. Mal einmal die Seite. Ja, ja, ja. Ja, da sind sie drinne, genau. Da sind sie drinne. Weißt du schon, ne? Oh, das ist schön, ne? Das mögen sie alle so gerne. Sie war so aufgefuttert. Darf ich da mal reinfassen? Nee, magst du das nicht so gerne? Ich würde mir auch nicht gerne ins Maul fassen lassen. Ganz vorsichtig bin ich.
toll. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Das findet er nicht gut. Kiefergelenk findest du nicht gut? Nee. Das auch nicht. War das ein Dentalpraktiker, ein Tierarzt, ein Pferdezahnarzt oder? Ein Tierarzt, der sich auf Dentalpraxis spezialisiert hat. Okay. So, hier vorne ist alles ganz glatt. Ich finde es schon fast zu kurz. Wir haben es ganz häufig, dass vorne die Zähne schön rund sind. Und das aber umso höher es geht, bis hier oben ist der letzte Zahn, da ist es häufig so, dass man dafür auch Spezialwerkzeug braucht. Wenn man jetzt zum Beispiel das Werkzeug nicht hat, dann eckt man immer bis vor diesen Zahn an, aber man kommt da quasi nicht oben drauf. Okay. Und das macht dann oft Kiefergelenkprobleme, weil natürlich das Genick und das Kiefergelenk dann Stress kriegen, weil das ja viel höher ist. Kann ich nicht reingucken, kann ich immer nur vermuten, wenn die Pferde bei Druck aufs Kiefergelenk mit Schmerz reagieren und weggehen. Mhm. Ne? Und dann muss man sich einfach vorstellen, dass das halt wirklich so ein bisschen so wie so ein Migräneschmerz ist dann quasi. Ne? Wenn, als wenn man immer die Zähne auseinanderbeißt. Ich mach's nochmal. Na, da geht er weg. Es ist auch nicht irgendwie zufällig. Da bin ich da. Da auch. Tut mir leid. Der ist auch ganz gerade in der Muskulatur hinten. Der hat keinen Gruppenunterschied. Ja, der ist gleichmäßig hoch. Auch die Schultern sind gleichmäßig. Das habe ich ja vorhin schon geguckt. Auch die Schulterblätter. Oben die Kanten von den Schulterblättern sind auch gleichmäßig. Also, dass er jetzt Anzeichen hat, dass er schief ist, würde ich auch nicht sagen, dass er sich deswegen auf einer Seite weglümmelt. Die Hufe sind auch gleichmäßig groß. Da ist jetzt auch nicht großartig irgendeine Rotation oder Fehlstellung drin. Mhm. Das ist ja schon mal viel wert. Ja, ich denke wirklich, es ist ein junges Pferd. Und wenn Sie sagen, Sie haben ihn vor 2 Jahren gekauft und da war er fest, dann heißt es ja, dass er eigentlich schon was Verkehrtes mitgekriegt hat. Das ist ja jetzt ein schickes Pferd mit einem schicken Gebäude, mit gutem Gangwerk. Ist halt immer die Frage, wurde er mal für irgendwas vorbereitet, ne, für irgendwas Höheres, für eine Auktion oder für einen Turniersport oder sowas. Und da müssen die natürlich 6-jährig schon einiges können. Ne, und da geht dann oft mal so ein bisschen die Ausbildungsskala verloren oder es werden mal Dinge in einer anderen Reihenfolge. Ja, also da gehen wir ganz fest von aus, der ist halt vom Züchter dann direkt zu den Vorbesitzern quasi gegangen und soweit wir das wissen, wollten die zum Turnier mit ihm und einfach nochmal zu gucken, ist bei ihm im Rücken irgendwas, was das halt blockiert und was, weil ich finde es immer schwierig, darüber wegzureiten, wenn man nicht weiß, ist da was oder ist da nichts. Ja. Ne? Also was ihn blockieren wird während der Stellung und wenn er sich abfangen wird, ist der Sattel, weil Sie haben es selber gesehen, der liegt schief auf ihm drauf und es ist genau da hinten, wo er sich bewegen muss bei der Stellung und bei der Biegung und da geht es nicht. Mhm. Weil da ist Hauptbelastungspunkt vom Fühlen her. Ja. Ne? Und von daher würde ich den halt einfach dann nicht benutzen. Ich glaube, wir haben in einigen Links Peter Eilers mit drin. Das ist der Dentalpraktiker, der fährt auch weiter weg, das weiß ich. Da haben Sie zumindest Gewissheit, dass es wirklich auch bis nach ganz oben geht. Ja, Feiner Franz ist ein ganz feines Pferd. Hat das alles richtig gut mitgemacht, ganz entspannt und auch beim osteopathischen Check kam gar nicht so viel raus. Es sind wirklich ganz Kleinigkeiten gewesen, richtig gut. Auch von der Muskulatur her alles ganz gleichbleibend. Ja, was ich jetzt letztendlich mitgeben konnte, ist, dass es wirklich eher eine reiterliche Instabilität ist. Also dass halt wirklich die Führung zwischen den Beinen und die Handhabung von der Zügelführung her einfach sehr
unkonstant war und deswegen dieses Pferd halt immer wieder nach neuer Anlehnung sucht, wieder irgendwie schwankt, irgendwo hindriftet und dann halt einfach nicht den nötigen Halt kriegt, um wirklich sauber seine Bahn zu laufen. Und er ist ja eigentlich gekommen wegen Steigen und Bocken. Und wenn man ihn dann wirklich vorwärts treiben will, dass er das dann auch wirklich zeigt, dieses Steigen und dieses Bocken. Und das war jetzt hier im Reitertraining überhaupt nicht der Fall. Einfach, weil ich halt wieder die bekannte Übung gemacht habe. Erstmal äußeren Zügel weg, nur innen leichte Impulse geben, sodass gar nicht so viel Konfrontation da ist. Und das hat der Franz richtig gut angenommen. Und da ist, denke ich, was, wo man weiter ansetzen kann, einfach mal an die Longe zu nehmen, Sitzschulung zu machen, um halt da einfach mehr Spannung, mehr Körpergefühl zu kriegen. Und ich glaube, das ist richtig positiv angekommen und das werden die beiden auch machen. Ja, und jetzt war nochmal der große Wunsch, vielleicht noch einmal mit Franz über den Cross-Trail zu gehen. Ja, und das machen sie auch.